Willkommen zu einem neuen Video und heute machen wir mal ein Hot Takes Video. Ja, ihr konntet mir Hot Takes auf Instagram stellen zum Thema Musik und da habe ich mir ein paar rausgeschrieben, über die wir heute einfach mal labern werden. Ja, wir können das gerne öfter mal machen, wenn ihr Bock drauf habt. Folgt mir dafür gerne auf Instagram, da werde ich dann nämlich die Frage stellen, also dass ihr mir Fragen stellen könnt. Das könnt ihr dann da reinschreiben in den Fragensticker. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an mit dem ersten Hot Take. Der erste Hot Take ist: Finally Rich von Chief Keef ist das beste Drill-Album. Und ich muss sagen, ich höre kein Drill so wirklich. Ich höre halt wirklich nur Chief Keef. Und deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Aber auf diesem Album sind wirklich geisteskrank gute Songs, geisteskranke Beats und alles. Deswegen würde ich dem jetzt einfach mal zustimmen, ganz ehrlich. Das Album wirklich super, super krass. Es ist wirklich heftig, was da für geisteskranke Songs drauf sind, ne? Die auch einfach legendär sind, ne? Sehr krass. Der zweite Hot Take ist: Das neue Album von Suicide Boys wird das Beste von ihnen überhaupt. Was soll ich dazu sagen? Ganz ehrlich, ich habe das Album nicht gehört, weil es nicht draußen ist. Da kann ich erst was zu sagen, wenn das dann draußen ist. Es dauert ja noch 3 Monate oder ein bisschen weniger als 3 Monate, bis es dann draußen ist, das Album. Man weiß ja schon ungefähr, in welche Richtung das Album geht. Von den Texten her. Mal ein bisschen was anderes, ne? Das erkennt man auch am Namen vom Album, ja. Ich bin mal gespannt auf das Album wirklich und dann kann ich diese Frage gerne beantworten. Aber gut wird's sowieso. Also, dass Suicide Boys Müll rausbringen, das gab es ja noch nicht. Meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, es wird sehr, sehr krass. Muss ich schon sagen, aber. Wie es am Ende des Tages genau ist, das wissen wir erst, wenn es draußen ist. Der dritte Hot Take ist: Post Malone ist der beste Sänger aller Zeiten. Und das finde ich krass. Aller Zeiten. Post Malone ist wirklich ein unglaublich, unfassbar krasser Musiker. Da stimmt mir wahrscheinlich jeder zu, ne? Ich würde sagen, Post Malone ist der beste Sänger nicht aller Zeiten, sondern der Jetztzeit, der Neuzeitsänger, also vom momentan, was es so gibt, ist er wirklich der krasseste Sänger. Das würde ich sagen, aber aller Zeiten, dem würde ich nicht zustimmen. Es gibt so viele andere Musiker, die so heftig waren. Kurt Cobain, Michael Jackson natürlich auch, ne? Es gab so viele, das ist krass. Deswegen kann ich da nicht so zustimmen. Also wirklich so sagen, das ist der Beste aller Zeiten, das festzulegen, ist eigentlich unmöglich, würde ich sagen. Ja. Dann der vierte Hot Take ist: Juice WRLD ist der beste Rapper überhaupt. Genau so eine Frage wie davor, ne? Nein. Ja, Juice WRLD ist krass gewesen oder immer noch, ne? Cooler Musiker wirklich, aber der krasseste ist er auf gar keinen Fall. Ne? Da gibt es wirklich Leute, die sind viel, viel krasser. Eminem zum Beispiel. Ne? Wie krass ist er denn? So. Und es gibt so viele Rapper. Da kann man auch nicht sagen, das ist der beste aller Zeiten, finde ich jetzt. Aber er ist auf jeden Fall krass. Das muss man auf jeden Fall sagen. Dann der fünfte Hot Take ist: Cemetery macht alles richtig. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt gemeint ist. In welchen, ja. Thema, Musik, privat, Klamotten, was weiß ich, aber also hier steht halt, er macht alles richtig. Keine Ahnung. Musikalisch macht er alles richtig, ja, zu 100%. Er hat seinen Sound vor ein, zwei Jahren, ich will nicht sagen angepasst, aber ein bisschen verändert. Ja, dann macht er auf jeden Fall alles richtig. Sonst, keine Ahnung. Deswegen kann ich da jetzt nicht so richtig zustimmen, ja. Aber er ist auf jeden Fall cool. Das kann ich auf jeden Fall sagen, ja. Der sechste Hot Take ist: Snoop Dogg ist mittlerweile nur noch Müll. Also, weiß ich nicht. Müll würde ich jetzt nicht sagen. Also, ich habe jetzt noch nie, ich bin ehrlich, ich habe noch nie wirklich aktiv Snoop Dogg gehört. Ja, war nie so meins, ne? Aber, keine Ahnung, so musikalisch ist er. Bekomme ich nichts mit von ihm, sage ich mal so. Das letzte war der Song mit Eminem vor ein, zwei, wenn nicht sogar 3 Jahren. Da kam ja war so ein NFT-Song oder so war das, glaube ich. Der war cool, ja. Und da war er noch beim Super Bowl 2022. Und sonst habe ich nichts mitbekommen oder neue Songs von ihm, nichts mitbekommen, so. Deswegen, ich würde einfach sagen, der ist irgendwie nicht mehr so aktuell vielleicht. Das würde ich jetzt einfach sagen, ja.
Und dann der letzte Hot Take ist, Linkos Reactions sind die besten auf ganz YouTube. Und da muss ich sagen, kann ich sofort zustimmen. Der macht wirklich krasse, krasse Videos. Wirklich, gucke ich sehr gerne. Sehr, sehr heftig. So, das waren auch schon die ganzen Hot Takes für dieses Video. Wenn wir das öfter machen sollen, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert nicht vergessen. Checkt die Videobeschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.